Herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Profi-Amateuren. Und heute wollen wir euch zeigen, wie man bei einem Acria 400 oder generell bei Acria-Kombi-Geräten den Radaufsatz wechselt. Und zwar folgender Fall: Wir haben im Sommer mit der Hake hier, mit dem Hakenaufsatz den Garten durchgehakt und wollen jetzt im Winter zum Beispiel ein Schneeräumschild von innen bauen und brauchen dazu natürlich Reifen dran. Also müssen wir die wechseln. Das geht ganz einfach. Und zwar, wenn ihr mal hier reinschaut, habe ich hier eine Schraube. Die habe ich jetzt schon mal gelöst, dass es nachher nicht so lange dauert, bis ich die aufmache. Und das ist meistens also eine 17er Schraube. Und dann gibt es entweder hier so einen Schlüssel, so einen Ringschlüssel, dass ihr die so aufmacht, aber das ist sehr umständlich, weil du hier nur einen kleinen Radius hast, wo du den Schlüssel bewegen kannst. Deswegen habe ich mir eine Ratsch geholt mit einem 17er Nussaufsatz und mache jetzt einfach mal die Schraube auf. Falls ihr es nicht wisst, hier ist die Einstellung hier an dem Hebel, ist links die Schraube geht zu und nach rechts geht die Schraube auf. Wir wollen sie aufmachen, also müssen wir nach rechts stellen. Wenn sie am Ende, wenn die Schraube locker ist, einfach ein bisschen die Nuss festhalten, weil sonst dreht die Nuss sich immer wieder zurück und die lockere Schraube geht nicht weiter raus. So. Das Ganze machen, bis die Schraube locker ist. Brauchen wir noch ein bisschen. So, jetzt kann man sie mit den Händen schon rausdrehen. Das ist die lange Schraube. Und jetzt empfiehlt es sich, das Gerät ein bisschen aufzubocken, dass wir schön den Hackaufsatz entfernen können. Dazu haben wir hier einfach ein passendes Brett geholt, ein bisschen hochgehoben und abgestützt. Und jetzt können wir den Hackaufsatz runter machen. So sieht er aus. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr den jetzt irgendwo einlagert im Winter über, die Schraube gleich wieder reindrehen, dann geht sie nämlich nicht verloren. So, dann haben wir hier den Radantrieb. Der hat hier so eine Verzahnung und zwei Spalten, so zwei Nutspalten, wo wir dann nachher das Rad in verschiedenen Stellungen bringen können. Hierzu habe ich dann das passende Rad für den Acria. Wenn wir den Radaufsatz jetzt drauf machen, müssen wir darauf achten, dass wir hier diese Sperre lose machen. Also ich klappe die immer so ein bisschen nach oben drauf. Wenn das nicht hält, kann man sie auch erstmal nach vorne machen. Und dann machen wir das Rad drauf. Dazu wieder ein bisschen anheben. So, und jetzt gibt es zwei Varianten. Wenn man das Gerät im Betrieb benutzen will, also wenn es zum Beispiel ein Schneeschild vorne dran hat und es soll ein Radantrieb sein, dann den Hebel in die zweite Nut. Also wir haben ja vorhin die zwei Einsparung gesehen und dann in die hintere, also die zum Gerät zeigt, diese Sicherung hier reinmachen. Die ist jetzt ist sie drin. Das merkt man daran, dass der dieser Sicherungsstift, dass der ganz runter geht und dass wir das Rad nicht mehr drehen können. Das ist ganz wichtig. Also jetzt ist dieser Radantrieb aktiviert. Wollen wir natürlich das Gerät einfach so schieben, machen wir das wieder auf. Ziehen das Rad etwas nach draußen, machen die Sperre wieder rein. Und jetzt merkt man, jetzt ist er in der zweiten Nut drin. Und jetzt ist das Rad drehbar und wir können die Maschine per Hand rumschieben.
Ja, das war es auch schon zum Thema Radwechsel oder generell Radaufsatz wechseln beim Acria 400. Wenn ihr dazu Fragen haben solltet oder generell zum Acria, wir machen noch ein paar andere Videos, einfach mal durchklicken. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Alex von den Profi-Amateuren.